zählen wir schon beide an. So, ja, wir zählen beide an und sind damit wieder da. Halli, hallo, hallöle. Hallo, ich bin auch wieder da. Ich habe das Spiel jetzt neu installiert und hoffe mal, dass es jetzt bei mir ordentlich funktioniert. Genau, aufgehalten in Ruinen starten wir. Die Kette der Fehlinterpretationen ist nicht an. Die Zauberer suchten kämpferische Auseinandersetzung mit dem Tod selbst. Der Tod, der rechte Nichte betrachtet ein lieber Kerl, entschloss sich, den Zauberern zu helfen und teleportierte sie in die Galdierhöllberge, wo Fafnir seit Urzeiten hausen soll. Die Kälte war schneidend, fürchterlich. Aber die Silhouette eines nahen Schlosses entzündete einen wärmenden Funken Hoffnung. Okay, ein dunkler, wärmender Funken Hoffnung. Ein dunkler, wärmender Funke? Ein, wie auch immer. Auf jeden Fall, bam. Der Tipp war gerade gut. Schon mal von Sozialkompetenz gehört? Ist es denn so schwer, den Mund aufzumachen und dem Tod zu erklären, dass die Welt in Gefahr ist? Also, naja. Wie dem auch sei. Anscheinend sind wir irgendwie in der Nähe unseres Bestimmungsorts gelandet. Fafnir liegt in den uralten Trollruinen da vorn. Wenn's weiter nix ist. Zum Thema Tipp, ne? Der Tipp gerade eben bei mir hieß gerade, wenn deine Freunde sterben, ist es, hast du die Möglichkeit, ihre Ausrüstung zu klauen. Ich hab's geschafft, mich auf den Baum drauf zu teleportieren. Ja, das finde ich auch gerade ziemlich cool. Hä? Okay, das war kein Glitch, das sollte so sein. Ich konnte mich an den Regenbogen gar nicht mehr erinnern. Doch, doch, der war noch da. Scheint sicher zu sein hier. Ja. Kommst du da vielleicht weg? Wo kommt der her? Siehst du den auch? Ja. Der muss da sein, aber du... Warum ist der so schnell? Könntest du ihn endlich mal töten? Er ist tot. Weißt du, wenn du da hinten nicht so ewig stehen geblieben wärst? Verdammt, nein. Zunichtung. Und, Das war nicht Zunichtung. Das war nicht Zunichtung, ich weiß schon. Guck mal, jetzt ist der Typ hier tot, weil wir ihn nicht wiederbeleben konnten. Einfach zerstückelt werden. Warte mal, kommen wir vielleicht da hoch irgendwie? Schade, ich will da hoch zu diesem. Ach, schade. Ist nicht. Du bist aber auch mutig mit deinen Donnerkeil. Ich habe mich noch nie mit dem Donnerkeil selbst getötet. Übrigens sind das Yetis und keine Trolle. Das macht mir ein wenig Angst. Ja, sehr schön. Deiner ging irgendwie daneben, oder? Oder war das meiner? Das war deiner, du hast in die andere Richtung geguckt. Achso, aber warum geht der da nieder? Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich nicht. Mir ist es in dem Moment auf, aufgefallen, in dem ich die Taste gedrückt habe. Du musst noch S dazwischen tippen. Genau. Der verschluckt bei mir manchmal Eingaben. Tja, gucken, gibt's da drüben irgendwas? Hast du dir gerade die schwere Rüstung gegeben? Nein. Komm. Nein. Ich hätte gern noch ein A, danke. Müssen wir jetzt reingehen oder?
Das war schlau. Auf den Boden. Ach so. Geh mal weg da. Burn! Du brennst trotzdem. Jetzt nicht mehr. Erst sah es aus, als ob die Flügeltüren aufgehen wollten. Und warte auf mich! Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Schön. Ja. Sind wir jetzt drin? Ja, das heißt, Donnerkeiler wird nicht mehr funktionieren. Ja, funktioniert nicht mehr. Natürlich zumindest nicht als Donnerkeil. Nicht mehr. Reicht nicht. Kannst du aufhören, normale Blitze zu casten hier? Das war kein normaler Blitz, das war ein Eisblitz. Ja, der mich eingefroren hat. Sorry, ich hab noch Blitz drin, das wusste ich nicht. Und wer hat sich schon angeguckt? Ja. Ich meine, es liegt so offensichtlich auf der Strecke. Wie? Ja. Makaber. Makaber, ja. Wenn die Kamera schon so schwenkt. Und natürlich gleich mehrere. Was? Wieso haben die mich getötet? Ich habe im Moment nicht wirklich. Habe ich mehr auf meine Magie geachtet als auf mich? Wieso? Leertaste musst du drücken, weißt du, ne? Ja, ich hab's falsch umgekastet. Der hat mich. Ups. Wenn sie dich greifen, bist du tot. Hä? What the fuck? Wieso bist du gestorben? Ich hab sie extra abgelenkt. Ich dachte, ich bin du. Nein, du bist nicht ich, noch nie. Wie konnte ich sie eigentlich danach nicht mehr einfrieren? Bitte keine Eisblitze. Ja, doch mit Arkan gemischt. Hab ich den mit Leben gemischt? Stimmt, das ist voll gut. Man kann ja den Donnerkeil einfach mit dem Eiselement erweitern, stimmt. Okay. Okay, klar, ich warte jetzt hier. Du den, ich den nächsten. Die sind beide auf mich gegangen. So viel zum Thema einfrieren. Schild, hau ein Schild rein, das hält sich erstmal auf. Was tust du? Scheiße, ich kann den Schild nicht boosten. Ja, beleb mich wieder. Nein. Ich hatte selber ein Schild, ich wollte den Rundschild boosten. Hättest du mich nicht überlebt schnell. Du musst ja, war ich nicht schnell genug. Ich hatte dann aus Versehen Wasser geklickt. Nochmal. A, S, R. A. R. Nicht reinlaufen. Huch, das war eine verzögerte Eingabe. Ich glaube, das geht nicht mit dem Ding. Ach so, ich kann auf den Donnerkeil kein Eiselement hinzufügen. Der Dampf regt sich damit auf. Warte. QF. Ja. Ja. Da wird der Dampf zum Wasser. Ja, habe ich gemerkt. Das ist nicht so gut, machen wir so. Komm rein! Helft dir mal schnell beim Boosten? Ja, ich hab voll geboostet. So. Ah, verdammt. Ja, einfach meine Eingaben frisst.
So, jetzt bin ich endlich mal hier drin. Du frisst die ganze Zeit meine Eingaben. Oh, lauf, Mann. Lauf, lauf! Belebt mich wieder. Ich hab schon drin gehabt, ich hab schon Leertaste gedrückt. ich hätte vielleicht nicht Zunichtung wirken sollen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich dachte, die haben irgendwie den Schild durchbrochen. Du hast zu. Warum? Ich dachte, er stirbt noch. Du darfst niemals, wenn Gegner da sind, Zunichtung wirken. Wie oft soll ich dir das noch erklären? Was auch immer er gerade gemacht hat und warum auch immer er gerade keinen Schaden genommen hat. Ich nehme immer noch keinen Schaden bei mir. Jetzt nimmt er Schaden. Würdest du bitte... Ich helf dich. Lauf! Lauf! Lauf. Nein! Lauf nicht. Nee, ich meine mich. So, du boostest mal eben schön, genau. Ach, verdammt. Feuer hilft übrigens. Gott, weh. Wieso kriegt der Leben? Hast du Eis dazu gemacht? Erkältet? Ach so! Das war nicht schlau, genau. Warum hast du schon wieder das Schild weggemacht? Nein, diesmal war ich nicht. Ach so, du hast nicht mehr geboostet. Warte mal, ich will mal was gucken. Ja, sehr schön. Bleib mal da drüben, bleib mal da drüben. Geh mal darüber, ich will hier runter. Nee, dann kommt die Kamera nicht mit. Wow, ich hab's geschafft! Ich lebe noch! Jetzt lebst du ja drüben wieder. Wenn du jetzt Zunichtung wirkst, sage ich dir, ich lass dich sterben. Ah, dass die Viecher durch Eis gehalten werden, darauf hätte ich auch selber kommen können. Das ist eigentlich gerade unlogisch, aber echt. Ach, was. Jetzt darf ich Zunichtung wirken. Nein, darfst du nicht. Es gibt einen schnelleren Weg. Aber da oben kommen gleich noch mehr, aber vielleicht gibt es hier noch... Nee, da gibt es bestimmt nichts, oder? Nee. Ja, warte mal kurz, ich will mal... Nee, ist doch falsch. A, E, 1, 2, 3... Okay. Ach, der hat den Donnerschutz. Der hat einen Donnerschutz, ne? Der zielt auf mich. Ja. Muss ich bald weggehen, Schild? Ja, der hat einen Donnerschutz. Aber keinen Feuerschutz. Sehr schön. Ich komm nicht rum. Bam. Das liebe Augenmonster. Das ist echt gut auf dem Schwert. Was ist das? Feuerblitzfallen. Feuerblitzfallen. Dreimal Feuer, einmal Blitz. Ach verdammt, falsch rum. 1, 2, 3, Feuer, zack, zack. Hey. Verdammt. Was ein Eingang. Wow, das ist verhauen. Kontrollpunkt, super, das hast du bisher geschafft. Nur 14 Minuten. Ja. Wir haben, glaube ich, nur diesen einen Raum gemacht bisher, oder? Pasco Sacre, Nela Furetum. Okay. Die haben irgendeine... Spaß nicht. Nein. Die haben Blitz gewirkt.
Lebe! Lebe du lieber. Teleportier dich weg! Teleportier dich weg und mach einen neuen Rundschild. Teleportier dich! Die teleportieren sich auch. Das ist gemein, wieso teleportieren die sich? Ich bin dafür, wir machen uns dann erstmal ein Elektroschild. Weil der Magier war schon ein bisschen nervt. Also bevor wir da losgehen. A, E, F. Auf die Waffe. 1, 2. Feuer nehmen wir auch noch mit. Auf mich. Jetzt können wir loslaufen. Ja, wir werden für uns einen. Wir müssen ihre Schilder abnehmen. Dann hau ihnen mal ihre Schilder weg. Ich kann nichts machen. Ich bin tot. Ich kann nichts machen. Ich konnte nichts machen. Ich habe geklickt wie ein Irrer. Was zur Hölle? Die sind gar nicht so schwer. Nee, sind sie definitiv nicht. So. Aber ich dachte, die können auch Schilder wegnehmen. So, ich gehe jetzt diesmal nicht so schnell und nicht so weit vor. Wenn wir jetzt nochmal besiegt werden, habe ich eine andere Idee. Oder wir machen es so. Okay, der Schild ist weg. Und der ist tot. Nein. Ah. Der macht so viel Körperschaden. Oh, ich okay, ich mache Körperschaden an ihm gleich 0. So. Ansonsten hätten wir sie gar von vorne einfach mit schweren Steinen beworfen. Was macht die redliche Runenroute? Sag mal. Ach, dieses Blitzfeld. Das macht dir Schaden. Nee, hat's nicht, oder? Doch, guck mal dein Schild an. Stimmt. Kann das Ding noch was? Warte, ich lese mal die. Redliche Runenroute. Dieser Stab wurde von den Zwergenpriestern Galtröls genutzt. Passive Fähigkeit Blitzimmunität-Aura. Aktive Fähigkeit Blitzschaden-Aura. Warum ist denn die Musik gerade so übermäßig laut? Ist sie bei dir auch so laut? Laut nicht, aber übermäßig demonstrativ gerade. Also Blitz macht mir keinen Schaden mehr. Und also, da es eine Aura ist, zählt die auch für dich? Nee, nein. Ich glaube nicht. What the fuck? Oh, ja, stimmt, da war ja was. Ja, wie gesagt, das ist noch das geringste Problem. Da wird gleich noch was ganz anderes kommen. Natürlich. Hä? Mach doch dein... Irgendwie wollte das mein Typ nicht. Natürlich will der das nicht, wenn der auf dem... Geh drauf. Wie der Stein einfach dann so querschlägerartig losgeht. Was passiert denn eigentlich, wenn ich das auf meine Waffe drauflege? Bam, cool. Ist gar nichts. Was hast du auf deine Waffe gelegt? 5-mal Stein, dann passiert das hier. Könnte auch nützlich sein. Das ist falsch. Ich weiß schon, was als nächstes kommt, deswegen... Ich glaube, ich habe mein Schwert falsch verzaubert. Ich habe Arkan noch mit drauf. Wahrscheinlich werde ich drauf gehen. Achso, warte mal. Oh nein, ich habe ein übelst riesiges Feuerschwert. Okay, verdammt. Kannst du dich wiederbeleben ganz schnell? Ja, kann ich. Wow, voll gut. Moment, die Typen wissen schon, dass sie sich eigentlich teleportieren können. Lass mal, mach mal dein Schild weg. Nein. Ich
töte die jetzt so. Ich hätte sonst das noch gehabt. Oh, das warst du. Nein, nicht die Blitzrute, die Blitz. Die liegt noch da. Nein. Doch. Bei mir ist sie gerade im hohen Bogen nach unten gefallen. Da? Ja, das ist wieder wie beim letzten Mal. Du hast sie zwar, aber ich sehe sie nicht. Ist mir doch egal, Hauptsache ich hab sie. So, an dieser Kreuzung wäre ein super Punkt, um zu beenden und zu gucken, was das nette Augenmonster da drüben macht. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit der redlichen Runenroute. Bis dahin und tschüss. Tschüss.